Hi Leute, heute geht es um zwei Fähigkeiten, die wirklich unabdingbar sind, wenn du deinen Körper ganzheitlich entgiften möchtest. Und zwar möchte ich heute mit dir über zwei Fähigkeiten reden, die mir in den letzten Jahren wirklich aufgefallen sind, in den letzten Jahren bei mir selber und wirklich mit hunderten Leuten, wo ich da geredet habe. Es ist immer wieder das Gleiche. Es läuft auf diese zwei Fähigkeiten zurück, die für dich wirklich unabdingbar sind, wenn du auch wirklich dauerhaft frei und unabhängig sein möchtest, wenn du wirklich dauerhaft zur Gesundheit kommen möchtest, dauerhaft gesund sein möchtest. Die erste Fähigkeit, auf die ich direkt mal heute ausführlich eingehen möchte, ist das Körpergefühl selber zu entwickeln. Und zwar, was meine ich damit, das Körpergefühl zu entwickeln? Vielleicht magst du denken, hey, bekomme ich öfter gesagt dann den Spruch, wenn ich auf mein Körpergefühl hören würde, dann würde ich nur Chips und Cola und irgendeinen Mist essen. Und das ist aber genau der Punkt. Das gilt es wieder zu unterscheiden. Meistens ist es nämlich wirklich nicht so, und es ist definitiv nicht so, wenn du die Ebenen mal angeschaut hast, wenn du immer besser hinhörst, das Körpergefühl immer schärfer wird und vor allem auch die richtigen Signale deutest, dann wirst du merken, dein Körper verlangt mit Sicherheit nicht nach Chips und Cola oder sonst was, sondern es ist deine Psyche, es sind deine Emotionen, alles, was damit verknüpft ist. Und wenn du wirklich wieder auf die richtigen Körpersignale hörst, zum Beispiel auch, wie du dich nach einer Mahlzeit fühlst, wie dein Bauch sich danach anfühlt, wie dein Magen, dein Darm das Ganze verdaut, wie schnell das durch dein Verdauungssystem geht und ein paar weitere Signale, die teilweise sehr eindeutig sind, manche sind ein bisschen schwammiger. Deshalb gilt es eben, das Körpergefühl immer weiter zu entwickeln. Aber wenn du dieses Körpergefühl eben wieder entwickelst, dann bist du auch wirklich erst frei und unabhängig. Weil vielleicht ist dir schon mal aufgefallen. Also dazu mal eine kleine Geschichte. Vielleicht kennt ihr diese Rohkost-Potlucks. Diese Treffen, wo viele sind, die sich eben für Rohkost interessieren. Du warst vielleicht auch mal schon mal bei so einem Treffen. Auf jeden Fall ist mir da vor ein paar Jahren jemand begegnet und der hatte gerade in die Richtung High Carb ausprobiert und ganz viel dieses 80-10-10-mäßige, ganz viel Essen, ganz viel Kohlenhydrate und hat da ganz detailliert und ja, das ist wirklich das Beste. Extrem überzeugt davon. Unabhängig, ob ich das jetzt mal für richtig halte. Es geht nur darum, dass du weißt, es war ihm unglaublich wichtig. Er war sehr überzeugt davon und hat das Ganze sehr strikt gemacht und total begeistert davon und wie gut es ihm damit ging. Und ein paar Jahre später habe ich ihn wieder getroffen und da war es dann eben so. Dann war es Paleo. Dann waren tierische Produkte mit drin, ganz viel Eiweiß und ganz andere Richtung wieder. Und der Punkt war, es war immer verkopft, immer vom Kopf ausgehend. Und das ist der Punkt. Wenn du das Körpergefühl entwickelst, dann kannst du wirklich sagen, was dir gut tut. Und dann musst du am Ende nicht mehr auf irgendein Buch hören, du kannst dir da Inspirationen holen. Aber oft wird dann verstandesmäßig was ausprobiert und dann wird völlig das Körpergefühl ignoriert, völlig die Signale vom Körper ignoriert und das ist wirklich der wichtigste Punkt. Und auch wenn es um Studien geht, dies ist die beste Ernährung, Fette musst du unbedingt essen, die einen sagen Nüsse sind schlecht, die anderen sagen Nüsse sind gut, die anderen sagen eben High Carb, die anderen Low Carb, die anderen High Fett und was auch immer. Aber am Ende kannst du das einfach nur blind glauben oder auch nicht, aber beides bringt dich nicht wirklich weiter.
Was dich weiterbringt, ist die Fähigkeit, dein eigenes Körpergefühl zu entwickeln. Und derjenige, der mir da begegnet ist, der ist auch, es war dann einfach immer noch hin und her wechseln zwischen verschiedenen Ernährungsrichtungen. Am Ende ging so viel Zeit da rein, so viel Recherchezeit, gesundheitlich, die Symptome, die er hatte, sind nicht besser geworden in den Jahren. Wirklich so viel Zeit da reingesteckt. Dann tauchen eben Probleme auf, wenn man dann zum Beispiel sehr stark hier High Carb, früchtebasiert reinspringt und dann der Körper aus dem Gleichgewicht kommt, man da noch das Körpergefühl noch nicht hat, die Essenspausen und so weiter noch nicht einhält und dann nicht genau weiß, wie man da und welche Signale man beachten sollte beim Körper, dass dann zum Beispiel die Zähne drunter leiden, Karies entsteht, Verfärbungen, dass irgendwie ja, der Zahnschmelz nicht mehr richtig aufgebaut ist, dass kleine Löcher entstehen oder sogar die Zähne ausfallen. Und das ist genau der Punkt. Da geht es wirklich darum, das zu vermeiden und das kannst du definitiv vermeiden, diese Gefahren. Aber dann geht es halt wirklich, das Körpergefühl zu entwickeln. So, und jetzt um auf die Studien zurückzukommen. Wenn du deine Studie hast, die dir irgendwas sagt, dann bringt dir das noch überhaupt nichts, weil du es nicht auf dich ummünzen kannst. Weil es ist nicht nur entscheidend, ob jetzt Nüsse irgendwie grundsätzlich gut sind oder schlecht sind. Es kommt auf die Menge drauf an, es kommt auf das Verhältnis drauf an, es kommt drauf an, was du die Tage vorher gegessen hast. Dein Körper sagt dir haargenau, es ist das allerfeinste Messinstrument und sagt dir haargenau, was, wie viele, in welchen Mengen braucht. Und dafür gilt es, ein Gespür wieder für zu entwickeln. Und ich wollte mich zum Beispiel persönlich nicht damit zufrieden geben, irgendein Buch zu lesen. Und dann setze ich das blind um. Aber dann weiß ich eben die Menge nicht. Es ist tagesformabhängig, was dein Körper gebraucht und so weiter. Und am Ende sind es einfach nur Zahlen. Du weißt nicht, ob diese Studien stimmen. Ich weiß nicht, wer diese Studien gemacht haben. Vielleicht ist auch einfach ein Fehler bei der Studie passiert. Vielleicht wurde irgendwas nicht mit einberechnet, nicht mit einbezogen und deshalb sind die Ergebnisse da einfach nicht mehr relevant. Und das kannst du ja am Ende gar nicht beurteilen. Und da muss kein böse Absicht dahinter stecken von Pharma oder sonst wem. Eine Studie kann einfach, da können Fehler passieren und ich wollte mich nicht auf irgendeine theoretische Zahl, die irgendwo auf dem Papier steht, verlassen. Und wirklich frei und unabhängig bist du am Ende nur, wenn du selber das eigene Körpergefühl hast. Wenn du selber weißt, wie es in der Praxis funktioniert. Jetzt stell dir zum Beispiel auch mal vor, du steigst in das Auto, Theorie, ne? Deine erste Fahrstunde, steigst in das Auto. Und sitzt ein Fahrlehrer neben dir und dann sagt er, hey, ich habe die theoretische Prüfung, die habe ich perfekt bestanden, aber ich saß noch nie am Steuer. So, wie sicher würdest du dich jetzt bei deiner ersten Fahrstunde fühlen? Du kannst dir in der Theorie vorstellen, wie es ist, dein Lenkrad links und rechts zu lenken. Aber übertrag das mal auf deinen Körper. Natürlich kannst du das alles zerdenken und überlegen, wie du dich nach einer Mahlzeit fühlst oder sonst was. Aber am Ende musst du dich in das Auto hocken und ein Gefühl dafür bekommen, wie man in eine Kurve fährt, wie man denkt, wie stark man, wie schnell man fährt und so weiter. All diese Faktoren. Und da muss man in der Praxis ein Gefühl für bekommen und das lernst du über einen gewissen Zeitraum. Wie wenn du auch ein Musikinstrument lernst, dann setzt du dich nicht ans Klavier und spielst beim ersten Mal irgendein Stück von Mozart ohne Fehler. So was passiert nicht. Am Anfang gilt es, dieses Körpergefühl Schritt für Schritt zu entwickeln. Und wenn du das aber lernst, dann weißt du einfach, wie es funktioniert. Dann ist es dir egal, was da in irgendeinem Buch steht. Da kannst du mal nett was nachlesen, ob man da vielleicht ein paar Tipps hat, wie man das Lenkrad vielleicht noch ein bisschen besser, wie man besser in die Kurve fahren kann, auf was man da noch achten kann, okay. Aber ohne diese Praxiserfahrung bringt es nichts, wenn du tausende Bücher, tausende Richtungen zerkaust und zerdenkst
und vor allem da wirklich immer beim Körpergefühl mit dem Verstand hingehst. Das ist nämlich der Punkt. Wenn du dann mit dem Verstand hingehst und dann vorher schon vom Kopf her dir denkst, oh, das ist jetzt nicht gut eigentlich, laut deinen Theorien, was du da isst, dann gerät dein Körper automatisch schon in einen Zustand von Anspannung, kann das Essen so oder so, abgesehen, also unabhängig davon, ob es gut ist für dich oder nicht, kann das nicht richtig verdauen. Und das ist eben das Allerwichtigste, dass du dir nicht in irgendwelche Mindset-Blockaden auch gelangst und dein Essen zerdenkst, sondern dass du, egal erstmal welches Essen du isst, dass du jedes Essen genießt, auch wenn das irgendwas ist, wo du oder wo vermeintlich nicht allzu gesund ist für deinen Körper. Wenn du sowas isst, solltest du es trotzdem genießen. Und erst dann merkst du, okay, Verdauung funktioniert vielleicht nicht ganz so gut, es geht nicht so schnell durch, es fühlt sich im Magen wie ein Stein an, okay, aber es hat gut geschmeckt. Du solltest es immer genießen. Und dann merkst du halt, ja, wie gesagt, wie ein Stein im Magen scheint nicht gut zu sein oder hat 5 Stunden einfach gebraucht, bis es da mal einigermaßen durch ist. Ja, dementsprechend kannst du es auch streichen, dieses Lebensmittel. Oder weißt eben einfach, es ist nicht allzu gut für deinen Körper. Und so musst du da eben rumexperimentieren, um das Körpergefühl wirklich immer weiter zu entwickeln. Und natürlich gibt es da viele weitere Faktoren, die du beachten solltest, die da relevant sind. Und das ist also wirklich die erste Fähigkeit, die wirklich unabdingbar ist. Und die wollte ich heute mal ein bisschen ausführen. Schreib gerne mal unter das Video, was du davon hältst, was du machst, um da wirklich mehr Körpergefühl zu entwickeln, wie du das stetig vorantreibst. Und der zweite Punkt, die zweite Fähigkeit, die du unbedingt entwickelst, also die auch eben unabdingbar ist, wenn du den Körper ganzheitlich entgiftest, die verrate ich dir im nächsten Video. Und heute erstmal dazu, weil es ein großer Punkt ist, kommentier gerne mal unten drunter, wie du das machst. Und wenn du da Hilfe brauchst, noch Tipps brauchst, wie du dein Körpergefühl entwickeln kannst, wie du da besser rangehen kannst an die ganze Sache, wie es mit Heißhungerattacken, mit Gelüsten und so weiter ausschaut, dann kannst du gerne mir auch mal schreiben, lass dein Feedback, einen Kommentar unten drunter. Und wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann gib sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, damit du erfahren kannst, wie du wirklich all diese Gefahren, die auf diesem ganzheitlichen Reinigungsweg bestehen, wie du die umgehen kannst und wie du wirklich zu einer dauerhaften Gesundheit, mehr Energie, mehr Ausgeglichenheit und wieder einer wirklichen Lebensfreude, einer dauerhaften kommst, die wirklich von innen herauskommt. Und dann wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.